Was macht denn Benedikt? Hast du von dem mal wieder was gehört, Aaron? Nö, warum? So, nee, der hat ja aufgehört mit allem, Gabriel oder? Jesus. Aber von all den ganzen Leuten war der am meisten entertained. Junge. Fand ich gut. Echt? Ich Ja. fand schon. Ja. Okay. Die geilsten Zeiten du kriegst mit ja Aaron. Auch durch andere Haters und so, kriegst ja auch Klickzahlen und Abonnenten. Alter, du bist ein Idiot, du raffst das immer noch nicht, Alter. Du hast einfach keine Ahnung von nichts, das ist ja das Ding. Du beschäftigst dich mit dieser ganzen Materie einfach nur für deine persönliche Belustigung. Das ist das Problem, warum ich dich so hasse. Oder was heißt hasse? Warum ich dich einfach nicht mag oder du mir unsympathisch bist. Boah. Naja, du brauchst du nicht entschuldigen. Das ist einfach deine Art. Du bist halt einfach so. Du raffst das selber nicht. Das ist halt das Ding. Du denkst halt nicht drüber nach, was du sagst. Das ist das Ding. Ich meine, die ganzen heutigen Hate, das kannst du gar nicht mehr ernst nehmen. Es hat nichts mit, es hat Haters zu tun oder so. Jeder hat seine. Aber ich kann die auch nicht ernst nehmen, ganz ehrlich. Ich meine, wie krass muss man Langeweile haben, so mehrere Stunden so Videos zu machen über dich? Stell dir eine einzige Frage und das ist einfach bewiesen. So, wenn jemand etwas schaut, egal ob er ihn mag oder nicht, was denkst du, ist die Intention dahinter? Dass er entertained wird. Ja, oder das, ja. Was? Das ist wie Fernsehen gucken, du willst ja dein Entertainment haben. Ne, aber warum machst du das? Was denkst du, ist der Grund dazu? Ja, um die Leute zu mobben. Um die Langeweile zu vertreiben. Richtig. Leute schauen zum Beispiel Fernsehen, spielen Konsole, lesen ein Buch. Warum? Weil sie Langeweile haben, weil ihr Leben in dem Moment, wo sie das tun, langweilig ist. Warum machen also Leute meistens irgendwas oder investieren sehr viel Zeit in etwas, um ihre Langeweile oder sich ein Hobby zu suchen oder eine Beschäftigung? Warum raiden Leute? Warum machen Pet Battles Erfolge? Warum machen die Leute das alles? Machen die das, weil es ihnen Spaß macht oder machen die das auch in erster Linie, weil ihr eigenes Leben zu langweilig ist in dem Moment? Natürlich machen sie das, weil kein Mensch, der keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich wie man es sagen soll, aber der, keine Ahnung, berufsfähig ist, alles zu tun hat, Freunde, Familie, Kinder, Sport, Hobby, der setzt sich hin und guckt, Alter, ne, am Tag, keine Ahnung, 10 Stunden meinen Stream zum Beispiel, das geht nicht. Desto mehr Zeit man hat, desto mehr Zeit kann man investieren, so, und Streamer profitieren nicht davon, von anderen Hatern oder so eine Kacke. Das ist Bullshit, Digga, ganz im Gegenteil, weil wenn desto größer du wirst, desto größere Verantwortung hat man. Ja, aber Digga, du kannst doch nicht WoW und deinen Trollen vergleichen. Ja, was für WoW mit Trollen? Auch im WoW, Leute, in WoW gibt es ja genug Leute, die da rumtrollen. Ja, aber ich spiele WoW nicht aus Trollerei oder sonst irgendwas. Warum spielst du es? Ja, hat mir Spaß gemacht. Nein, du spielst es, weil du eine Beschäftigung für dein Leben suchst. Der Spaß, und natürlich, Alter, ne, ist es ein Unterschied, als spielt man etwas, keine Ahnung. Was einem Spaß macht oder man spielt etwas, was einem keinen Spaß macht. Ah, guck mal, es gibt da so einen Spruch, der heißt, Hater sind die beste Werbung. Ne? Ja, wo steht dieser sagen, Spruch? Was soll denn das für Werbung sein? Also tut mir leid, wenn du keine Ahnung im Real Life Fußballstar bist und deine Ex, Alter, keiner sagt, du hast dich vergewaltigt oder so eine Scheiße. Irgendeine Scheiße, denkst du, Leute, die dich nicht mögen, Alter, bringen die beste Werbung. Was ist denn das für eine Scheiße? Oder der Wendler. Wie hat ein Drachenlord so viele Viewer? Indem er sieben Jahre... Na ja, das hat nichts mit Hater zu tun. Das hat damit zu tun, dass er einfach in aller Munde im Laufe der Zeit gekommen ist. Ja, durch die Hater. Ja, wegen dem Hate, Was für Hate, Digga? Natürlich. Der ist auch so genug ins Gespräch gekommen. Natürlich, Alter, hat es das noch angekurbelt, aber es dient ja nicht positiv. Das ist, du sagst die beste Werbung? Ich bin mir sicher, der hat da nur negative Resonanzen rausgezogen aus der Scheiße. Ja, hat er, aber trotzdem, er hat halt mehr Zuschauer bekommen dadurch, ne? Ja, und? Das ist doch negativ. Ja, negativ. Ja, Fabi sagte doch, Alter, Hater sind die beste Werbung. Wo sind die denn die beste Werbung? Das stimmt zum Teil. Nein, das stimmt gar nichts. Du hast nur Negatives durch sowas. Nur Negatives. Auf kurz oder lang, desto größer du wirst, desto größer ist deine Verantwortung, was du machst, was du tust, wofür du dich entscheidest, von Werbung her, wie du finanziell unterstützt wirst, meinetwegen von anderen Leuten, ob nun Partner oder sonstige Scheiße. Ne? Und wenn du da keine Ahnung, welche nur Kasper hast, die rumtrollen und dich verarschen und so eine Scheiße, was bringt dir das? Bringt dir gar nichts. Die Leute denken. Erzähl kurz, ja, zu Ende. Was, guck mal hier. Erzähl kurz zu Ende, was du sagen wolltest, sorry. Ich
Was gucken wir hier? So, okay. Montana Black hat am Anfang auch sehr, sehr viele Hater. Und größtenteils der Hater sind jetzt Supporter geworden. Ja, und heute feiern wir den alle. Ja. Junge, das ist der größte deutsche Streamer, ne? Er ist der größte deutsche Streamer, Alter, weil er... Ich meine, guck mal allein, was für Autos der fette Typ ist. Ja und, Alter, das ist aber auch du selbst. Denkst du, der ist glücklich? Jetzt mal ehrlich, denkst du, der ist glücklich? Nie, sage ich dir, schwöre ich bei meinem Leben, dass der nicht glücklich ist. Hundertprozentig nicht. Keine Ahnung. Die Leute labern rum, Alter, der ist glücklich und so. Klar, der hat Kohle, aber was hat, der hat einige Sachen nicht. Und die kann ja keiner ersetzen. Was hat der denn nicht? Eine Freundin zum Beispiel, und der wird der auch nie haben. Sage ich dir so, wie es ist. Weil der genau das gleiche... Nein, den kriegt der nicht. Das Ding ist, Freunde kriegst du überall, aber richtige Freunde hat er nicht. Nein, es geht nicht um richtige Freunde. Es geht um eine Frau, eine Freundin. Wird er nie kriegen. Warum wird er keine Frau kriegen? Ja, weil er hat doch selbst im Stream schon öfter gesagt, dass es schwer ist für ihn, jemanden kennenzulernen, weil die meisten nur auf seine Kohle aus sind. Und so ist es, ja, weil das meine ich doch mit. Ja, das meine ich doch mit richtigen Freunden. Die findest du doch nicht, wenn du so berühmt bist. Ist doch logisch. Weil jeder auf dein Geld dann basiert. Das wäre genauso wie bei dir. Wenn du so richtig fake wärst, dann denkst du, eine richtige Frau würdest du finden? Auf keinen Fall. Ich glaube, der sitzt lieber heulend in seinem Lambo als arm wie eine Kirchenmaus. Digga, du verstehst das nicht, Es geht nicht um arm. Digga, es geht nicht um sein Lambo. Sein Lambo ist, Digga, weißt du was, du hast keine Ahnung, was die Leute am Tag verdienen. Die machen am Tag Summen, die verdienst du in 10 Jahren nicht. Also am Tag nicht, aber im Monat machen die teilweise Beträge, die machst du in dem Jahr nicht. In 5 Jahren machst du die nicht. In 10 Jahren machst du die nicht. Das ist das Problem. Die Leute haben keine Geldsorgen, die haben andere Probleme. Sowas wie, keine Ahnung, denkst du, der hat Spaß daran, jeden Tag irgendwie alleine im Bett aufzuhören? So ist das so. Aber die Leute lernen halt auch keine kennen. Unge das Gleiche. Seine Alte, denkst du, oder Knossi ist da auch ein gutes Beispiel. Was denkst du, warum die denn abgehauen ist, die Freundin von Knossi? Denkst du, es war wirklich so, dass sie nicht mehr verliebt ist? Sag dir was, ich glaube, dass die nicht mehr mit der Geschichte hier klargekommen ist. Mit dem Fame. Das Ding ist, die ist von ihm weggegangen. Meine Frage jetzt, waren die Frage? Nein, haben die nicht, die wollten. Das Ding ist, sie ist weggegangen von ihm, weil Knossi halt einfach keine Zeit mehr für sie genommen hat. Das ist der Grund. Und das wollte sie eben nicht. Was? Haben sie sich quasi sozusagen auseinandergelegt? Ja, sie ist halt von ihm gegangen. Weil sie Junge, Bock mehr auf ihn hat. Ist halt, genau so sieht's aus, ne? Das ist wohl er, der Pakt, ne? Er hat das auseinandergelebt, war 100% eine Beschönigung für den Stream. Safecore, Junge, die hat ihm hundertprozentig gesagt, Alter, dass sie jetzt die ganze Online-Scheiße keinen Bock mehr drauf hat, dass das hier zu viel wird und deswegen keinen Bock mehr hat, Punkt. Und guck dir doch die neue an, das beste Beispiel, Digga. Der zieht, hat er eben gerade gesagt. Seine neue Freundin, die sitzt da, Alter, und ich sag dir so, wie es ist, die neue Alte ist auch nur hinter einer Sache her und das ist hundertprozentig so die Kohle. Ja, ist doch so. Bitches sind immer nur wegen Geld und Fame da. Also wahre Frauen gibt's echt wirklich wenige. Ja, die sagt zwar was. Keine Ahnung, was denkst du denn, wo die sich kennengelernt haben, Alter? Und woher die sich kennen, Alter? Ne? Das weiß doch jeder, blinde Fisch weiß das. Aber natürlich will ich ja kein was unterstellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Was? Mein Wort ist nicht immer gesetzt, aber es hat ja seine Gründe, warum die meisten größeren YouTuber, ob nun deutsch oder englisch oder amerikanisch, sowie Streamer, auch warum die alle keine Freundinnen haben fast. Oder die Freundinnen selber Streamer sind. Tja, Menschheit ist ekelhaft geworden. Bitte? Die Menschheit ist ekelhaft geworden. Gnadiger Gesellschaftsabfall, kann man nicht anders sagen. Jetzt Douglas Costa. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Aber es ist auch durch die Politik halt, ne? Durch den ganzen Konsum, Gesellschafts-Shit und sowas. Na ja, das auch. Digga, ey, früher war noch geil, Digga. Ich bin ein Kind der 90er. Ich bin 93 geboren, Digga. Das war noch geil. Ja, ich denke mal, hier sind alle aus den 90ern. Wenn nicht ein bisschen später. Jetzt die ganzen Kinder, Digga, kaum bis 5 Jahre alt, da haben die direkt ein iPhone, iPad, Digga, machen dies, das, Alter. Das ist zu krass. Zu krank, gehen gar nicht mehr raus. Jetzt vielleicht der Vorstoß aber außen. Früher, wir waren immer draußen, Digga. Jetzt regnet es oder so und sagt die Mutter, ach Mensch, du erkältest dich bald mal lieber drinnen. Wir haben draußen mal Fußball gespielt und was weiß ich nicht, Alter. Ja, das ist traurig so. So krank geworden, ne?
Thomas. Aber es ist halt auch, es ist eine Art der Erziehung auch, ne? Wenn du so machst. Auch mit dem ganzen Social Media, Digga, das hat sie ja die Witze getrieben. Janto, keine Ahnung, weißt du nicht. Mir geht das ein bisschen auf den Sack, dein dummes Geschrei, wenn du nicht gebannt werden willst, raffst du dich mal ein bisschen, weil ehrlich, das nervt ein bisschen. Wer hat denn keine? Also, soweit ich weiß, hat Kronk keine. Montana Black hat keine. Dann dieser komische, wie heißt der hier? Eliotrix Fuzzi hat keine. Wen haben wir noch Schönes? Da gibt es einige Kandidaten. Es gibt doch Leute, die wollen auch erstmal gar keine Freundin haben. Bullshit, Digga, das ist Gelaber. Das Ding ist, hätte ich auch so viel Geld, ich will auch so mein Leben erstmal genießen. Warum? Digga, erzähl, weißt du, das Problem ist, die Leute erzählen immer von genießen. Was willst du mal? Nehmen wir mal an, du hast 1 Million Euro. So, die, ja. Und du hast bezahlt, hast keinerlei Schulden. Hast einen super Sportwagen, hast ein großes Haus, hast Möbel, alles, was du willst, Elektronik, bla bla bla. So, was machst du? Ich alleine. Ja, was machst du alleine? Keine Freunde, keine Familie, nix. Was machst du mit dem Geld? Was machst du? Was? Ausgeben. Ja, wofür? Was soll ich damit machen? Wofür ist Geld denn da? Zum Ausgeben. Ja, aber wofür gibst du es aus? Für meine Wünsche, die ich... Ja, was wären denn deine Wünsche? Du hast ein Haus, du hast einen Sportwagen, du hast alle Möbel und Elektronik-Dinger, die du willst. Ein dickes Handy, dickes iPhone, dicker Fernseher, dicke Konsole. Alles, was du willst. Wofür gibst du es aus? Einmal die ganze Welt erkunden. Die ganze Welt erkunden? Ja. Du willst alleine um die Welt reisen? Ja, natürlich. Also ich finde es schön, wenn man andere Länder besuchen tut. Dafür brauchst du 1 Million Euro, LG. Man braucht schon Geld. Man kann sich auch eine Escort-Dame kaufen, mit der um die ja, Welt. Du vergisst hier eine wichtige Sache, ne? Die Leute, die so viel Geld haben, müssen auch was für das Geld tun, ne? Einfach 1 Million haben, Alter, und damit rumsegeln, Alter, funktioniert nicht. Weil man muss ja auch das Geld... Warte mal, was wollte ich jetzt fragen? Ist Geld dir wichtig im Leben? Wenn du es hättest? Nein. Ehrlich nicht. Nein. Also ich kann dir sagen, ich hab maximal 1000 Euro Rücklagen. Ja, gut. Lol, ich hab 0 Euro Rücklagen. Was ich ehrlich was machen? Also wenn meine Schulden bezahlt werden? Ich keine Ahnung, das beschäftigt mich schon eine Weile, weil selbst wenn meine Schulden jetzt nicht da wären, ja. Ja, ich würde mir vielleicht ein paar schöne Möbel kaufen, das wäre eine wichtige, aber selbst danach kann ich dir ehrlich sagen nicht, weil ich ein Mensch bin, ich brauche jemanden an meiner Seite, weil ich so ein. Keine Ahnung. Du kannst auch Möbel kaufen mit Schulden. Also, keine Ahnung. Richtig, aber es geht darum, Alter, dass wir, Alter, ne, die Schulden, dass die einen belasten, die Möbel einen nicht. Und existenziell wichtiger sind, dass die Schulden bezahlt bin als ein Möbelstück. Ja, da hast du recht. Herr Aaron, geh ein bisschen spazieren oder so, sitz hier im Park, sprich ein paar Frauen an. Ja. Was hat man zu verlieren, Digga? Ich mach's auch manchmal. Und deswegen waren bestimmt die Bullen bei dir, ne? Nee. Deswegen nicht, wegen Ordnungswidrigkeit. Das hatte ich aber schon mal erzählt. Wie viel am Stück gearbeitet? Ein Jahr, dann habe ich immer ALG1 gemacht. Nach einem Jahr, Digga. Ja, aber warum? Warum? Ja, weil mich fuckt ein Job direkt ab, Digga. Was hast du denn gemacht? Zieh ich das ein Jahr erstmal durch, dann habe ich wieder ein halbes Jahr Ruhe mit ALG1. Ja, aber warum? Warum? Weil er einfach keine Lust hat zu arbeiten wahrscheinlich. Was habe ich noch gemacht? Ja, aber warum? Was willst du denn machen? Ich weiß nicht, Digga. Ich habe meinen Beruf noch nicht. Du bist 27, man sollte ja lange... Ja, ich habe eine Lagerlogistik-Ausbildung gemacht und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wohin mit mir, Digga. Die Nutmegs gegen die Dons. Keine Ahnung, mach ich wieder irgend so einen scheiß Schmutzjob, wenn ALG1 abgelaufen ist? Mach ich wieder ein Jahr und dann... Ja, oder mach doch Schule. Warum machst du nicht Schule weiter? Ja, ich hab doch erweiterten Realschulabschluss von Ausbildung. Schönes Zuspiel hier. Wozu brauch ich Abi? Nix. 27 noch Abi machen? Was willst du denn mit Abi machen? Studieren gehen? Ja, kann nur sein. Dann gehst du 1000 Mal studieren, so im Dings. Also ich hab zum Beispiel nur einen Hauptschulabschluss, so. Ich hab auch nur einen erweiterten Hauptschulabschluss, ne, so. Ja, ist doch nicht schlimm. Das ist auch nicht. Ich judge niemanden des Bilden. Das ist auch nicht. Ich kenne genug Leute, die einen Hauptschluss haben und besser als, keine Ahnung, manche Abiturienten sind. Mehr brauche ich auch nicht. Aaron urteilt doch auch nur über dich, weil du mal rauchst. Ja.
Keine Ahnung. Ich mag ihn einfach nicht, weil er mir auf den Sack geht immer, wie so ein kleiner Kind. Weil ich 30 Jahre alt bin, du mich immer spammst wie so ein das Spaß. Was ist das für ein Argument? Ja, ne, was du nervst, wenn du einen Menschen nervst, das, was ist denn das für ein Argument? Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun, kannst du nicht sagen. Naja, ich kenne Leute, die sind so alt wie du und gehen mir nicht auf den Sack und spammen mich 30 Mal. Ja, es gibt die Leute und die Leute, mein Gott. Naja, aber das merkst du nicht mal, dass es mich nervt. Und dir ist es egal, das ist Unterschied, du trollst halt weiter. Ich sage zum Beispiel zu dir, ich möchte nicht mit dir spielen, du bist wie Kidney. Nun, du queust trotzdem rein, warum? Zum Beispiel, nenn mir mal einen guten Grund dafür. Außer es ist krank. Sogar mit den Leuten. Naja, aber wenn ich so, das macht richtig Spaß mit den Leuten zu spielen. Ja, mit dir natürlich auch. Wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mit dir zu spielen, warum akzeptierst du das nicht? Ich habe halt keine anderen Reiz, ne? Die irgendwie spielen. Naja, aber guck mal, wenn du mir auf den Sack gehst und für mein Main RBG nicht gut genommen bist, kannst du dir vorstellen. Ja, aber Aaron, sei doch froh, dass er mit dir spielen möchte. Es gibt genug Leute, die keinen Bock haben. Alter, es geht nicht darum, ob er mit mir spielen will. Es geht darum, Alter, ne? Dass, man muss auch mal irgendwas, Da haben sie den Ball, gut gemacht. Du musst halt mal angewöhnen, dass ich auch ein Mensch bin. Ich glaube, das warst du sogar hier, der jetzt gerade im Voice ist. Wie heißt nochmal hier? Mufflin oder so, ja? Du hast mich doch gestern zugespammt, wo ich getrunken habe. Ja, ich hab dir das schon seit Tagen gesagt. Ja, aber guck mal. Gestern zum Beispiel, wenn du hast mir im Chat vielleicht gesagt, aber ich im Discord hast du mir gestern geschrieben und ich habe gesagt, ich mach's morgen. Und dann spammst du mich zu, eine Stunde lang oder so, ja, und das fuckt mega ab. Ja, weil du nicht drauf reagiert hast. Ja, aber ich bin betrunken, Alter. Ja, gut. Ja, ist in Ordnung, akzeptiere ich. Wie wär's denn einfach mal aufhören mit dem Kiffen, Alter? Mal einen Job suchen und dein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, wenn ALG1 ausgelaufen ist, geht wieder. Für ALG1 ist Spaß, die für die Zukunft und nicht für ALG. Nein, da bist du Idiot. Was ist das denn, Alter? Ja, ein Jahr, Alter. Maximale Phase hier, Alter. Aber guck mal, Aaron, wenn du von anderen Respekt erwartest, dann respektieren du auch so wie. Nein, respektiere ich. Sowas respektiere ich nicht. Weil das ist. Also, okay, also wenn ich arbeiten will, ist dein eigenes Ding, ne? Gar kein Ding, ne? Aber Fabio sagt auch immer, ich soll arbeiten gehen. Aber selber hängt er zu Hause und ist krank geschrieben, der Wichser. Ja. Also. Guck mal, das Ding ist, ich mag auch kein. Also, ich rauche auch kein Gras. Ich hasse einfach diesen Gras, aber. Boah, also, ist mir, ob du arbeiten gehst, ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das mit den Drogen solltest du vielleicht wirklich mal in den Griff kriegen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Dadurch bin ich voll chillig, Digga. Und? Naja, die meisten Leute kommen von Gras runter, das stimmt ja. Aber wenn du sagst, Dingens, Gras ist eine Droge, Alkohol ist auch eine Droge, weißt du? Ja, richtig, aber Gras Alkohol ist. Alkohol sterben jährlich so viele Menschen von Gras, ist noch nie einer auf dieser ganzen Welt gestorben. Nee, Alter, LG, Alter. Google doch nach! Chat, alle plus in den Chat, wenn von Gras noch niemand gestorben ist. Guck mal, allein Alkohol ist die größte Droge überhaupt, weil Alkohol ist billiger als Brot fast, wenn man so überlegt. Siehst du, da ist das Plus von Levius direkt. Fabio auch Plus, Chox Plus, Rzgr Plus, Kardin Plus, Florida Rolf Plus. Okay. Siehst du, willst du mir erzählen, Digga? Woher willst du das wissen? Digga, google doch nach. Das ist einfach Fakt. Von Gras, das Schlimmste, was man da machen kann, ist einfach einschlafen, Digga. Ja, und weiter? Was ändert das an der Tatsache, dass es trotzdem eine Droge ist? Rechtfertigst du jetzt den Konsum damit, weil noch keiner gestorben ist? Digga, es ist verboten, weil es illegal ist, sagen die Drogenminister, aber die haben gar keinen Plan, Digga. Die sollten mal für Aufklärung sorgen, Digga. Und dann, wenn bessere Aufklärung ist, dann können die jeden Scheiß, Digga. Aber Alkohol ist das Allerschlimmste, Digga. Ja, es ändert ja nichts daran, Alk ist erlaubt und Gras nun mal nicht. Was soll ich so sitzen? Ja, weil die Politik. Ja, eben schon. Alleine der Grund, wieso Gras verboten ist. Ist doch egal, ob es verboten ist, Alter. Wer kehrt das denn? Warum kehrt dich das so sehr, Alter? Hast du es so nötig, den Scheiß zu rauchen, oder was? Macht halt Spaß. Ja, macht Spaß, Alter. Und? Weiter, was willst du jetzt argumentieren? Du sagst, Alter, du gehst nur ein. Warum hast du früher Zigaretten gemacht? Weil ich mich dazu weil ich dumm bin, weil ich mich von Leuten verleiten lassen hab. Deswegen. Ja, dann bin ich wahrscheinlich auch dumm. Ja, richtig, aber ich hab gesagt, ich höre wieder auf und hab's dann direkt beim ersten Mal geschafft. Und weiter? Ja, ist doch schön. Was hältst du eigentlich von Leuten, die nur anfangen zu saufen, um andere Leute zu belustigen?
ich kenne so Leute nicht, keine Ahnung. Ja, ich, aber er meint mich. Timo Werner. Ach so. Ja, saufst du, ist doch immer lustig, oder? Ja, aber auch nicht lustig. Ey, Live-Playing, Alter, das ging richtig ab, ey. Gestern war richtig lustig, oh, also. Da muss mehr von sowas kommen. Ja, sorry, gefallen, ja. Keine Ahnung, die Leute beschweren sich, Alter, ich laufe halt, ich gehe halt in die Feiern oder sowas, ne? Nichts. Bevor ich überhaupt, bevor ich im Stream was getrunken habe, ich nie irgendwie was gemacht oder so. Na, gibt's in Merseburg sowas wie eine Diskothek oder so? Gibt's bestimmt, Alter, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht,